Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, wo wir immer noch hier in dieser Einöde stehen, wo es ein paar vereinzelte Häuser gibt und es ist 20 Uhr, 21 Uhr. Ja, und wir müssen dringend gucken, dass wir hier wegkommen. Dass wir irgendwo einen Unterschlupf finden. Denn um 12 Uhr nachts oder so wird's dann, fangen die Zombies wieder an zu rennen. Das heißt, ich muss dringend gucken, dass ich hier irgendwo unterkomme. Also in diesem Zelt-Dingens, da will ich nicht wirklich die Nacht verbringen. Oh, scheiße, ein Bär. Wir laufen da mal. Oh, was geht denn jetzt ab? Oh, hier gibt's Kakteen. Da können wir schön Kakteen sammeln. Ich hoffe nur, der Bär senkt mich nicht. Hier könnten wir doch die Nacht verbringen, wenn wir da reinkommen. Allerdings müssen wir erstmal die Zombies drumherum wegkloppen. Aha. Mal schauen, ob wir hier irgendwie reinkommen überhaupt. Okay, zwei Zombies. Shit, verdammt. Puh, okay, wir sind Level 7. Was ist das denn? Iron Arrowhead? Okay. Kenne ich nicht. Wo läuft der Zombie hin? Zu mir oder woanders hin? Ich weiß nicht, ob das die beste Idee hier war. Nee, das ist eine scheiß Idee. Wir müssen hier weg. Oh, paar Kakteen noch kurz klein gemacht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, verdammt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich muss mal schnell hier hoch. Oh, hier ist noch ein Haus. Da ist auch noch ein Haus. In eins von diesen muss ich rein. Und zwar schnell. Es ist nämlich so ein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schon 11 Uhr. Und mein fucking Inventar ist voll. Nein, nein, nein. Oh, holy crap. Dass der Bogen auch fast keinen Schaden mehr macht jetzt nach dem Update, das ist echt krank. Ja. Jetzt wird's dunkel, Leute. Ach, scheiße, scheiße. Oh, lalalala. Ich habe ziemlich ein Problem gleich. Und zwar, komm schon, Schmerztablette. Ich bin nämlich fast tot. Okay, ich muss dringend da rein. Oh, fuck, da ist ja noch ein Kriecher. Leute. Nein, nein. Oh, fuck, Dreck. Nein. Oh mein Gott, nein! Ich könnte ausrasten, Leute. Das gibt's einfach nicht. Jetzt. Fuck off. Jetzt spawn ich wieder neu, ja. Alter Schwede. Also jetzt. Ich habe so das Gefühl, dass das Spiel ist deutlich schwerer geworden jetzt hier in der Alpha 11. Ja, Wellness minus 4, ne?
Schaden tut das jetzt auch nichts mehr. Unser Wellnesswert ist, glaube ich, jetzt am Minimum angelangt. Jo, 50. Tolles Ding, ey. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ist das schlimm. Nein. Warum macht der Scrap Iron aus diesem Scheiß? Oh mein Gott. Okay, das ist auch neu. Ich wollte es ja gar nicht scrappen, ich wollte es eigentlich. Oh Gott, no. Warum diese? Ärgerlich. So, jetzt habe ich aber noch ein ganz anderes Problem. Und zwar bin ich wieder irgendwo im Nirgendwo. Hier. Hier. Hier bin ich das erste Mal verreckt. Da will ich eigentlich ja hin. So, und wo war ich jetzt gerade? Okay, ich bin links davon. Tja. Allerdings sehen wir wieder mal nichts. Es ist Nacht. Ey, das ist auch schön, dass ich jetzt wieder in der Nacht gestorben bin. Ja, danke schön. Oh, danke schön. Oh mein Gott, bitte lass ihn sterben. Ain't got no fucking Ausdauer. Oh, wir haben den Zombie tot. Uiuiuiui. Okay. Wir haben einen Zombie überlebt in der Nacht. Nein, nein. Bitte nicht. Lass sie. Nein! Nein! Ein Bär! Ah! Verschwinde! Oh Gott, hoffentlich reicht meine Ausdauer. Please, please, please. Ich will schon wieder sterben. Lauf schneller. Die Ausdauer ist leer. Wo ist der Bär? Ich sehe ihn nicht. Oh Gott, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich. Oh, fuck. Da vorne sind noch mehr Zombies. Ist das wieder eine heiße Kiste hier, Leute? Also ich weiß ja nicht, wann ich. Wie lang's. Da ist schon wieder ein Bär. Scheiße. Wie lang es dauern wird, bis ich hier mal Fuß fassen kann in dem Spiel. Die Alpha 11 bietet auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall. Meiner Meinung nach. Die Alpha 12. Sorry. Ist auf jeden Fall deutlich härter geworden, habe ich so das Gefühl. Schön, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Oh nein, mich verfolgt ein Zombie. Und rückwärts laufen ist immer ganz cool. Nachts vor allem. Kennen wir ja. Macht Spaß. Wahrscheinlich renne ich jetzt direkt noch, während ich von dem Zombie wegrenne, in einen Bären rein. Scheiße, ich muss weg hier. Ich könnte auch jetzt mitten in den See reinlaufen. Ich würde es nicht sehen, ne? Verfolgt er mich noch? Verfolgt er mich noch? Ich sehe ihn nicht. Aber das hat nichts zu heißen. Oh Leute. Das geht ja gut los, die Staffel hier. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott. Was? Ah! Ich. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ich erschrecke mich schon von dem. Oh mein Gott. Von dem Schatten am Baum. Vor dem Schatten am Baum. Ist das ekelig. Was ist das hier übrigens für ein kleiner Weg, den Berg hoch? Ist auch cool. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe übrigens wieder keinen Bogen mehr. Und keine Axt. Okay, ich glaube, hier bin ich kurz safe. Um mir eine. Ich kann natürlich keine Steinaxt craften, weil mir fehlen. Mir fehlt Gras. So, hat mich einer gehört? Nein. Nein. Da kommt was. Fuck. Das darf einfach nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein.
Das gibt's doch nicht, Leute. Kriege ich hier mal nicht 5 Sekunden meine Ruhe? Bitte, hallo. Ich glaube, ich schmeiß gleich Schneebälle nach euch. Oh, scheiße. Oh, ist das ugly. Leute, das ist wirklich übel hart. Übel hart. Oh, fuck. Nein, 2 Stück. Oh, shit. 3 Stück. Oh, mein Gott. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, mein Holy. Scheiße. Oh, verdammt. Nein. 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 Nein, warum denn? Mein Wellnesswert decreased weiter. Verpisst euch. Also es ist so schlimm, Leute. Das ist so fies, das Spiel. So fies war das noch nie. Jetzt war ich so nah am Ziel, Leute. Diese scheiß Nacht. Ich muss so dringend einen Unterschlupf finden, Leute. Das gibt's nicht. Was? Wellness plus 1? Ja, du mich auch. Wellness plus 1. Von was denn? Ich bin am gleichen Punkt wieder gespawnt. Willst du mich verarschen? Tatsächlich. Aber jetzt 5.44 Uhr. Die Zombies, die dürften jetzt eigentlich nicht mehr rennen. Oh doch, natürlich. Warum sage ich auch was? Ah! Lass mich in Ruhe. Ich sterbe nicht nochmal. Komm schon. 6 Uhr. Okay, 6 Uhr. 6 Uhr. Punkt. 6 Uhr. Das heißt, ab 0 Uhr rennen sie bis 6 Uhr morgens. Und da geht auch schon wieder die Sonne auf. Aber, Alter, Leute, ich habe echt keine Lust mehr auf Nacht. Ich habe sowas von die Schnauze voll von Nacht. Okay, das mit. Ich hab wieder vergessen, diese Sunrays auszumachen. Das sieht echt komisch aus. Das ist doch krank, Leute. Krank ist das! Vor allem, warum macht der Bogen so wenig Schaden mittlerweile? Das war echt scheiße. Normalerweise habe ich die zumindest mal die normalen Zombies mit einem Headshot töten können. Mit den Einstellungen, wie sie waren. Die Einstellungen sind immer noch genau gleich. Ich weiß nicht, was sie da rumgefummelt haben. Mittlerweile scheint das nicht mehr zu gehen. So, ich nehme gleich mal noch ein bisschen Gras hier mit, weil. Ja, du bist erschöpft, ich weiß. Der scheiß Wellnesswert, verdammt nochmal. So, wir craften mal kurz was. Basics. Wir brauchen eine Steinaxt oder auch zwei besser. Wo ist die? Hier. Oh, guck mal. Ich kann mittlerweile pur craften. Geil. So, können wir auch noch einen Bogen craften? Iron Arrow? Ach, dazu brauchen wir die Iron Arrowheads. Geil. Ich verstehe. Deswegen sind wir so schlecht mit dem Bogen. Deswegen machen wir so wenig Schaden. Okay, wir brauchen mehr Pflanzenfasern für den Bogen. Hallo? Warum kam das denn jetzt gerade? Immer diese schönen Bugs. So, schnell einen Bogen craften. Basic Wooden Bow. Da craften wir erstmal einen nur davon. Ach so, davon kriegen wir jetzt nur einen normalen. Und was sind das? Das sind normale Arrows. Okay, das heißt, mit diesen Dingern, die wir irgendwann wahrscheinlich selber herstellen können, kriegen wir. Wahrscheinlich gibt es dafür einen Mold. Können wir wahrscheinlich dann mehr Schaden machen, gehe ich mal stark von aus. Aber wir haben wenigstens mal pure, also arme Steinäxte sozusagen. Ja, das ist doch immerhin schon mal etwas. Die sind ein bisschen besser als die gammeligen normalen. Als die faulty. Hallo. Können wir gleich mal ein bisschen Pflanzenfaser mit einsammeln noch. Ja, das ist doch gut so. Sehr schön. Okay, auch wenn wir jetzt zigmal verreckt sind. Na, da ist ein Bär, Hilfe. Das ist nicht so schlimm. Wir werden besser. Ich muss nur irgendwie es schaffen, den Wellnesswert wieder hochzujagen. Weil so ist das ja wieder mal kein Zustand. Das ist total ekelhaft. Hier, ne? Also 5 Meter rennen und leer. Naja. Ich glaube, wir haben ungefähr. Ich glaube, wir haben.
die Hälfte der Balken, also Leben und Stamina, die Hälfte der Balken, wie wir es am Anfang hatten. Müsste rein theoretisch so sein, weil wir jetzt ja 50 haben. Naja, so ist das halt leider. Ja, ja, Wellness, ja, ja, ich meinte, wollte sagen, aha, nein. Nein, 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 komm, bleib weg. Geh Honig lecken oder so. Mach, was du willst, aber nicht mich fressen. Okay, ich will, es ist schon wieder, 15 Minuten sind schon wieder vorbei. Ich will aber da hinkommen. Und ich will, hallo, und ich will definitiv in diese Gebäude rein. Ich habe keinen Bock, weiter draußen zu gammeln. Ich will mir da irgendeine kleine Mini-Base aufbauen. Ich hoffe, da ist irgendein Bett oder irgendwas, was ich, oder ein Schlafsack, ist mir scheißegal. Und wenn es diese krumme Matratze ist, auch die nehme ich. Hauptsache irgendwas, womit ich einen Spawnpunkt habe. So, dass ich nicht immer wieder mitten in der Nacht am Arsch der Welt spawnen muss, wenn ich abkratzen sollte. Wo sind wir denn? Hier. Wo müssen wir... Ah, hier ist das. Okay, sehr schön. Da vorne war's. Ja. Nein, da ist schon wieder... Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Ich hasse es, wenn ich die Bären höre, weil man kann sie nicht genau orten. Das ist hier irgendwie... Nein! Du blödes Dummvieh. Hau ab. Warum muss hier... Greif doch den Dicken da drüben an, da hast du mehr zum Essen. Oh, jetzt finde ich den Ort, wo ich hin will. Oh, Gott sei Dank, er hat von mir abgelassen. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass er nicht wieder die Fährte aufnimmt. So, da hinten kommt ein Knirsche-Zombie. Der ist mir erstmal egal. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Hase, ich würde dir empfehlen, geh weg. Da vorne war gerade ein Hase. Hier so irgendwo. Oh, da ist eine Tasche. Halt, halt. Die nehmen wir mit. Ja, 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 halt die Klappe. So, ich will so wenig wie möglich Zombies jetzt noch anlocken. Ich hoffe, hier sind nicht wieder 1000 Zombies wie das letzte Mal, als ich hier drauf gegangen bin. Wobei ich ja befürchte, dass hier bestimmt wieder was respawned ist. Das hört sich echt eklig an, Junge. Hallo? Was der aushält. Da klopfe ich ja zwei Bäume kaputt in der Zeit. Ist das... A little bit crank. So, was ist das hier eigentlich? Oh shit, das ist ein Map-Bug, oder? Kann das sein? Da falle ich durch, wenn ich da reinlaufe. Oh no. Da sehe ich den Himmel. Ist schon geil. Boah, ist schon geil, aber da will ich nicht reinlaufen. Ich glaube, da kriege ich aufs Maul. Ich glaube, da backe ich fest dann. Was ist das denn? Komisch. Nein! Warum? Nein! Ich wusste es. Jetzt bin ich vor dem Bären weg. Mein Gott, komm da raus. Komm, komm, hopp, 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 komm, hopp. Der Zombie kommt auch und verschwindet. Scheiße. Oh, ist das fies. Oh ja, ich hab's geschafft. Ich hab den Bug behoben. Ja! Wie geil ist das denn? Gott sei Dank, Leute. Hallo? Das ist doch eine Leiter, oder? Ja. Schönes Ding. Alter Schwede, Leute. Ich habe so ein bisschen echt... Oh, ein Eingeschneiter. Schön, Pfeile. Was sind das denn? Sind das Stahlpfeile. Geil. Sehr schön.
Was haben wir hier noch? Wasser, Shotgun Barrel. Naja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich hab eh keinen Platz. Ich müsste mir erstmal ein paar Kisten craften, wenn ich hier da unten drin bin. Und mir das mal zu meiner Base machen. Das ist cool, dass das hier so verbunden ist. Oh, was ist das denn? Der Laden ist einfach offen hier. Das ist auch nicht schlecht, ne? Für den Sommer ganz gut. Da kommt ein bisschen Luft durch. Für den Winter eher suboptimal, würde ich mal sagen. Aber für mich... Wie weit geht's denn da hinten eigentlich noch? Lass mich mal schauen. Okay, da ist noch eine Tanke, ein Haus und ich glaube, das war's hier aber auch. Irgendwo ist hier ein Bär. Ich hoffe, der kloppt nur. Scheiße, da breche ich mir doch bestimmt die Haxe, wenn ich da runterspringe. Ja. Nichts gebrochen. Leute, ich bin drin. Okay, aber das ist überall offen. Das heißt, wir müssen da echt... Ein Working Stiff. Ich werde bekloppt. Ich fasse es nicht. Das ist ja ein Traum. Leute. Okay, hier werde ich mir diese Metal Door reinmachen. Fürs Erste machen wir hier kurz ein Päuschen. Und dann gucken wir, wie wir uns das hier irgendwie ein bisschen zu verbarrikadieren. Geil. Das machen wir zu unserer Base. Hier erstmal, würde ich sagen. Wir haben endlich mal was gefunden. Wir leben noch. Irgendwo kloppt ein Bär zwar eine Tür oder sowas, aber hey, das ja, soll uns erstmal nicht stören. Erst in der nächsten Folge vielleicht dann. Naja, bis dahin, meine Lieben. Tschüss.